Ich bin ein gebürtigter Donebacher und bin durch meine Frau nach Hollerbach gekommen. Und ich habe mich gleich am ersten Tag in Hollerbach sehr wohl gefühlt. Mutterpfarrei des Odenwaldes und Hollerbacher Malerkolonie. Diese beiden Begriffe kommen einem in den Sinn, wenn man den Ortsnamen Hollerbach hört. Ihre größte Blütezeit erlebte die Pfarrei Hollerbach im Mittelalter, als die Gläubigen aus zeitweise bis zu 27 umliegenden Orten Sonntag für Sonntag den oft weiten Weg zur Hollerbacher Kirche gehen mussten. Ich fühle mich in meiner Heimat Hollerbach wohl, weil Hollerbach ein modernes Dorf ist mit Geschichte, mit Tradition. Das spürt man überall. Modern, weil junge Familien hier sind, die die Geschichte weiterführen. Die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert war die Zeit, in der Künstler versuchten, der anonymen Großstadt zu entfliehen, sich auf das Land und in die scheinbar unberührte Natur zurückzuziehen. Der hier tätige Wilhelm Trübner prägte jene Künstlergruppe, die sich ab 1905 in der Odenwaldlandschaft rund um Hollerbach schnell heimisch fühlte und später als Hollerbacher Malerkolonie zu einem Begriff in der badischen Kunstgeschichte wurde. Hierzu gehörten Maler wie der aus Mudau stammende Arthur Grimm, dann Wilhelm Guntermann, Franz Walischek und andere. Sie verbrachten für einige Jahre jeden Sommer in Hollerbach, jagten, malten, trieben Sport. Im Mittelpunkt stand das Gasthaus zum Engel mit dem Wirtsehepaar Schwab, das die jungen Maler verköstigte. 1914 löste sich die Malerkolonie auf. Ein Denkmal unweit des Engels erinnert heute an die Künstlerkolonie.